Hallihallo. Also, ich möchte mich jetzt mal vorstellen und ja, ich beginne jetzt mit ein paar Facts über mich und dann geht's weiter mit mit Sachen, die in diesem Kanal dann auftauchen werden. Also erstmal, ich heiße Lena und ja, ich bin 18 Jahre alt, werde aber schon im Oktober 19. Ich bin total crazy und verrückt und alles. Also das Schlimmste ist halt, wenn ich aus der Krippe komme und dann auf einmal so die Sachen irgendwie unbewusst nachmache, was die Kinder gemacht haben. Zum Beispiel, wie groß ist das Kind? Und dann irgendwann sage ich, Jens, wie groß bist du? Und das ist, ja, schon lustig. Ich höre ultra gern Musik. Also ich und Musik, oh. Und ja. Ich höre gerne auch christliche Musik, weil ich bin Christ und ja. Ich bin eigentlich auch eine ziemlich frohe Person, sagen wir so. Ich bin, ich habe als Kind frühes Lachen gelernt und Lachen war immer so meine Eigenschaft. Egal, ob ich jetzt ein Multiband hatte, also eine feste Spange oder jetzt hat ganz gerade Zähne, ist total unterschiedlich. Ich habe immer gegritzt und gelacht und ich bin so fröhlich, dass manche Leute mir das Lachen dann verbieten wollten und so, und das ist crazy. Also klar, manchmal habe ich auch so Tage, wo ich einfach nur am Heulen bin und alles. Also ist ja bei jedem so, aber an sich lache ich viel. Ja, ich wollte euch noch meinen Verlobten vorstellen. Er heißt Jens. Ja, er wird, denke ich, ein paar Mal so in die Follow Me Arounds oder sowas vorkommen. Je nachdem, oder irgendwann vielleicht mal ein Fragen-Antwort-Video, wo wir zusammen machen. Das weiß ich noch nicht. Das ergibt sich dann. Ich liebe es, draußen zu sein. Ich liebe den Sommer. Ich freue mich immer total, wenn schönes Wetter ist und ich meine Hängematte aufhängen kann, die ich mir damals aus Südamerika mitgenommen habe. Ja, also es wird vielleicht auch mal ein paar Videos aus dem Garten geben, weil unser Garten sehr schön ist und vielleicht mal irgendwie so das ein oder andere Do-it-yourself. Das ergibt sich dann. Das ist meine Katze Anja. Anja ist für mich eine sehr besondere Person, weil sie ist jetzt, also sie wird jetzt im Herbst 11 Jahre alt. Und in den 11 Jahren war sie stets mein treuer Begleiter. Und ich finde es gerade faszinierend, dass so, wenn ich halt krank bin, dann liegt sie die ganze Zeit neben mir, weil sie das spürt. Sie war halt immer ein treuer Begleiter und wird es auch immer sein. Ja, ich habe sie auch ultra lieb. Ja, und jetzt wollte ich euch noch zeigen, was euch erwartet. Also euch erwarten auf jeden Fall Hauls. Hauls von Ikea, von H&M, von Shoppingtouren, von, ach, was weiß ich, auch normales Einkaufen oder so. Das ist, ja, also lasst euch überraschen. Ich werde das ein oder andere Video über Häkeln oder Stricken, denke ich mal, drehen, weil ich stricke ultra gern und ich häkel gern und ich möchte es an euch weitergeben. Weil ich das cool finde, wenn man im YouTube findet, die total schön häkeln und alles, ja. Es wird Do-it-yourself-Videos, so wie ich vorhin gesagt habe, aus dem Garten oder aus der Küche oder aus dem Wohnzimmer geben. Und ja, vielleicht auch noch mal eine Home-Tour, das weiß ich noch nicht. Und ja, das ist jetzt mein Do-it-yourself zu Salzteig. Vielleicht mache ich es nochmal und tue es euch zeigen. Und vielleicht überlege ich mir jetzt noch was anderes. Dann lasse ich mal überraschen. Ich mache meine Ausbildung zur Kinderpflegerin. Daher bin ich auch in der Krippe. Wie ich vorhin schon gesagt habe. Im Hintergrund sieht man übrigens meine Krippe. Ich finde sie ultra schön. Und ich liebe es, da zu sein. Und mit den Kindern was zu machen. Und mit ihnen zu reden. Und soweit sie schon reden können. Das ist einfach nur schön. Und manchmal kommt es halt vor, dass ich auch meine Aktivitäten mache. Also klar, es kommt eigentlich relativ oft vor, weil es ist ja Übung. Aktivität heißt, ich bastel mal mit den Kindern, also mit Krippenkindern jetzt nicht so, aber, oder ich back mal mit ihnen und dann werde ich euch vielleicht danach am Abend vielleicht noch ein kleines Video online stellen, wo ich euch erzähle, wie es gelaufen ist, dass ihr vielleicht, wenn ihr Ideen braucht, könnt ihr euch dann Ideen rauspicken und also vielleicht nicht ganz übernehmen, aber Ideen halt rauspicken und dann kann ich auch euch sagen, wie es gelaufen ist und ja, also ich finde es immer gut, wenn man sich Tipps irgendwo holen kann. Es wird auch Tuckles oder so, wie es auch immer heißt, über Frisuren, denke ich, mal das eine oder andere geben.
Das hier ist zum Beispiel meine Standardfrisur. Das Bild ist übrigens in der Krippe entstanden. Und ja, also das ist jetzt zumindest meine Standardfrisur. Das heißt, also ich tue es meistens nach links rüber meinen Scheitel flechten, was mir eigentlich in der Krippe immer ein bisschen den Weg sind, die Haare. Und dann noch ein Dutt oder ein Pferdeschwanz, je nachdem. Oder ich lasse ihn mal offen oder so. Und ja, ich werde vielleicht mal ein Video zu der Frisur drehen oder mal zu anderen Frisuren. Ja, lass mich mal überraschen. Dann wird es auf jeden Fall Follow Me Arounds geben. Ich werde den einen oder anderen Tag mal mitnehmen. Sag mal zu meinen Eltern, was du bist. Von meinen Eltern, beziehungsweise meinen Großeltern. Die haben nämlich noch Hühner. Früher hatten sie noch mehr Tiere, aber jetzt sind es noch Hühner. Und ja, vielleicht mal euch irgendwie zeigen, wie der Tag bei uns abläuft, wie der Tag bei uns so ist. Und ja, lasst euch überraschen, würde ich sagen. Oder es wird Roomtouren, wie ich schon vorher gesagt habe, geben. Ja. Eine Roomtour von unserem Wohnzimmer, was ich mir vorstellen könnte, wie unser Wohnzimmer aussieht. Oder die Küche. Ja, lasst euch überraschen. Und zu guter Letzt möchte ich euch eigentlich nur noch auf den Weg mitgeben. Lasst euch überraschen. Ich werde vielleicht manche Sachen so machen, wie manche YouTuber schon auch gemacht haben. Oder ich mache manche Sachen ganz anders. Ja, es wird also zum Beispiel jetzt so mit Bildern alles vorstellen. Habe ich bis jetzt, glaube ich, noch nie so gesehen. Also es wird interessant. Und ich möchte sie euch überraschen lassen und dass ihr jetzt nicht so hohe Erwartungen habt, weil es ist mein erster Channel. Ich habe davor noch nie YouTube gemacht. Ja, und halt nicht so hohe Erwartungen und so. Und das wäre echt cool, wenn ihr da bei manchen Sachen ein bisschen ein Auge zudrücken würdet, wenn es jetzt nicht so toll war. Oder wenn ihr enttäuscht seid. Oder wenn halt mal so ein paar Wochen kein Video kommt, weil es einfach zeitlich nicht drin ist, weil ich vielleicht in Prüfung stecke oder so. Dann möchte ich aber echt, dass ihr nicht so enttäuscht seid, sondern dass ihr immer euch freut, wenn ein Video online kommt. Ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, dass bei euch auch die Sonne so schön scheint wie bei uns. Ja, und eure Lena. Bye.